soll die Wahrheit sozusagen sehen, hoffentlich begreifen und Verständnis für alle, die es hier haben. Ich bin glücklich, dass ich zufälligerweise Deutsch sprechen kann und auf Deutsch alles, was ich meine, sagen könnte. Ich war früher in Deutschland, ich habe gearbeitet und Gott sei Dank Deutsch ziemlich gut beherrscht. Ich hoffe es. Und dann nach dem Krieg zurück nach Hause gekommen. Und das ist, sagen wir so, diese Geschichte von mir. Sehr wichtig, dass die Deutsche, ich kenne Deutsche ziemlich gut. Das sind gute Leute, wenigstens diese, die ich kennengelernt habe und wo ich gearbeitet habe. Aber ich nehme allgemein, dass das gute Volk ist und behilflich ist. Mhm. Das will ich besonders sagen, weil ich da gelebt und gearbeitet habe und die Sprache ebenso beherrscht habe. Wie lange leben denn die Menschen hier jetzt schon im Wald? Hin und her nehme ich an, weil ich nicht ganze Zeit hier war. Ich habe in Kroatien gearbeitet. Und wo ich wieder hier gekommen bin, war das Wald schon voll. Sozusagen ein Jahr, so ungefähr. Ja. Und wie ist das hier für Sie als Anwohner? Wie? Da sind verschiedene Meinungen bzw. Begriffe. Einige helfen, wie ich zum Beispiel. Einige sind dagegen, dass, dass so viel Volk hier hin und her geht, wegen Kinder, wegen Frauen und so, weil das unbekannt ist. So, Bevölkerung ist so und so, sozusagen. Und was ist denn der Grund, dass Sie helfen? Weil ich auch Ausländer in Deutschland war. Und ich habe diese, sagen wir so, Teil von Leben hinter mir. Und ich verstehe, wenn mir die Deutsche in diesem Fall geholfen haben und für mich sehr freundlich gewesen sind, dann müsste ich auch irgendwie jetzt in dieser Situation bzw. Moment das Gegenteil geben. Mhm. Okay. Außerdem, wir sind alle Menschen. Und der Gott sagt, hell. Ich soll eigentlich in dem Fall zur Behörde gehen und fragen, was ist das Problem, wenn ein oder drei Mann in mein Haus schlafen oder was weiß ich. Wie das geregelt ist, weiß ich noch nicht. Also kann ich nicht genau sagen. Aber ich beschäftige mich damit, nämlich diese Leute hier, er schläft bei mir, kommt bitte in dieses Haus. Die machen jetzt anstreichen, alles. Ich habe gesagt, so, für diesen Winter, ich helfe euch. Ich habe vorbereitet, hier, Holz und dies und dies. Und die machen jetzt anstreichen, wenn ihr wollt. Kommt gerne. So, hier ist mein Vater. Oh, Entschuldigung. Mit diesen Leuten spreche ich Englisch. Und dann kommt mir sozusagen zwischendurch, ich will Deutsch. Und außerdem, ich habe lange Zeit Deutsch nicht gesprochen. Und es kommt mir wieder Wiederholung. Beziehungsweise Erholung. Mhm. Komm. Hier ist große Baustelle.
aber... So, kommt hier. Es ist eben der Zeit, wo sie das alles sozusagen besser macht. Die sind an Arschstreichen, zwei Zimmer. Morgen kommt es hier. Der macht, die machen das. Die haben gesagt, wir machen das alles fertig. Für das Winter. Okay. Und dann leben wir eben so, wie es geht. Die Leute wollen leben, schlafen, verstehen. Und die haben selber gesagt, wir machen das hier schön, sozusagen normal. Ja. So nicht. Weil, wie ich besprochen habe, ich habe in Deutschland auch Schwierigkeiten gehabt. Einige haben mich als Ausländer gesehen. Zum Glück, mehrere haben mich sozusagen eingenommen und geholfen. Und das betone ich überhaupt. Und das ist mir wichtig. Darum will ich die Leute helfen und erwarte dafür, dass die auch vernünftig, normal sind. Ich glaube, dass die morgen alles hier so zu Ende kriegen, dass man normal kommt und raus die Entschuldigung dafür. Das ist der Moment, wo man etwas tut. Dauert nicht lange. Wie gesagt, morgen, übermorgen muss das alles hier fertig sein. Und dann können die Leute anziehen. Wegen Fenster. Dauert etwa 10 Tage. Aber Geduld muss man haben.